Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem Plankenvideo. Ich möchte dir heute mal ein paar Varianten zeigen von Planken, die man durchaus auch trainieren kann und die in meinen Augen, in unseren Augen auch durchaus einen Sinn ergeben und eine Funktion haben. Und natürlich möchte ich dir auch die Planke zeigen, die ich nicht empfehlen möchte. Das ist eine rein statische Planke. Das heißt, wenn du einfach auf alle Viere gehst und dich einfach hältst und stabilisierst und einfach wartest und hältst und hältst und hältst, solange du kannst. Natürlich arbeiten die Muskeln, natürlich arbeitet Bauch und Rücken, aber wie gesagt, einfach nur statisch. Und das ist ja eine Funktion, die wir im Alltag so nicht unbedingt bzw. sehr wenig haben. Und deswegen empfehle ich dir, diese Variante nicht zu trainieren. Wenn du eine Planke machen möchtest, weil du da drin einen Sinn siehst und die einfach als gute Übung empfindest, dann empfehle ich sie dir, dynamisch zu machen. Und da gibt es einfach ganz, ganz, ganz viele verschiedene Variationen. Also du kannst zum Beispiel eine ganz einfache Planke machen, wo du einfach im Prinzip wechselt in den Stütz wechselst und wieder in die Planke zurückgehst und einfach nur durch diese Veränderung des Winkels und der Hebelverhältnisse im Oberkörper hast du eine leichte Rotation im Rumpf und das wird schon dazu beitragen, dass die Rumpfmuskeln, also Bauch- und Rückenmuskeln, völlig anders arbeiten und sich völlig anders ausrichten, als sie das bei einer rein statischen Planke machen müssen. Und so hast du schon einen viel höheren Nutzen und auch einen Bezug zum Alltag, weil im Alltag oder auch bei sämtlichen sportlichen Aktivitäten geht es ja eigentlich immer um Dynamik und um Bewegung in irgendeiner Form. Auch sehr schön sind rotierende Varianten, wo du also wirklich den Rumpf rausdrehst und den Körper wirklich mit rausbewegst. Da hast du auch eine sehr gute Möglichkeit, um auch wirklich die schrägen Bauchmuskeln nochmal richtig gut zu aktivieren und die Dynamik in die Rotation zu bringen. Es gibt unzählige Varianten, eine Planke zu trainieren, auch wenn du einen ganz einfachen Liegestütz machst, einen ganz, ganz normalen Liegestütz, hast du die ganze Rumpfmuskulatur, den Bauch voll in der Stabilität drin und deckst damit eigentlich diese Muskelgruppe auch voll ab. Und wenn du überlegst, warum du eine Planke überhaupt machen möchtest, also wenn die Planke eigentlich deine Hauptrumpfübung ist, dann ist das völlig okay. In meinen Augen, wie gesagt, dynamisch sollte sie sein. Aber wenn du ein ganz normales Krafttraining machst, nehmen wir mal an, du machst ein Ganzkörperkrafttraining, wo du beispielsweise Übungen drin hast, wie eine Kniebeuge oder ein Kreuzheben oder ein Schulterdrücken oder irgendwelche Grundübungen, dann hast du immer und bei jeder Übung die Rumpfmuskulatur voll aktiv. Du kannst den Bauch aus diesen Übungen gar nicht rausnehmen, weil der voll stabilisiert. In meinen Augen ist das dann gar nicht mehr unbedingt nötig, so eine zusätzliche Rumpfübung wie die Planke überhaupt zu trainieren, weil der Bauch ist trainiert und zwar genauso, wie es seiner ganz natürlichen Funktion entspricht, nämlich Haltearbeit. Also was Besseres kann der eigentlich gar nicht machen. Und wenn du die Planke trainieren möchtest, weil du einen flachen Bauch haben möchtest und weil du am Bauch Körperfett verbrennen willst, dann muss ich dir sagen, bist du auf dem Holzweg, das wird nicht klappen. Man kann nicht punktuell Fett verbrennen, indem man am Bauch trainiert und dort Übungen macht, um dort Fett zu verbrennen. Das geht einfach nicht. Liegt einfach mit der Art und Weise der Energieeinlagerung, hängt das zusammen und was Körperfett letzten Endes ist, dem Körper ist es egal, wie du aussiehst und wo das Fett hingelagert wird. Hauptsache er überlebt, das ist einfach der Hintergrund dabei. Nun, das sind meine Gedanken zu dem Thema gewesen. Also wenn du eine Planke trainierst, trainier sie dynamisch und trainier sie nicht aus dem Grund, dort am Bauch Fett zu verbrennen, weil damit hast du keine Chance. Das Sprichwort Erfolg ist eine Treppe und keine Tür. Passt eigentlich ganz gut. Also man muss einfach im Training schon eine gewisse Ausdauer und Konsequenz haben, um diese Ziele zu kriegen. Und es gibt einfach keine Abkürzung. Das wird nicht funktionieren, erst recht nicht mit einer Planke. Nun, wir haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Und wenn du andere Erfahrungen hast und auch mit der Planke sehr gut trainierst, dann teile uns das gerne mit. Schreib deine Fragen oder deine Erfahrungen einfach in die Kommentare rein. Ich beanspruche da auf keinen Fall, dass ich da irgendwie jetzt alles weiß oder alles kann und lerne auch immer gerne dazu. In diesem Sinne, ich danke, dass du zugeschaut hast. Gerne gib uns einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.